Grüß euch, Abitäre, servus, was geht? Da seht ihr gerade die Miss Cook, die kommt daher, die zeigt mir Kärnten von ihrer schönsten Seite. Und ich zeige euch heute einen wunderschönen Pulverhang und den dürft ihr auch sehen. Hinter uns ist das Verschauner Eck und wir fahren die Ostflanke. Die geht da runter und da wo wir runterfahren, ist noch keine einzige Linie drinnen. Also das wird richtig cool. Viel Spaß bei dieser Tour. Danke für die Warnung. Die Kärnten sind Löcher. Juhu, wir fahren am Berg! Anspruchsvollen Touren. Schon, gell? Ah, so schön. Aber da liegt ein bisschen. Das wird super. Voll. Ja, das wird voll gut. Gewaltig, sag ich mal, gewaltig. Unser ursprünglicher Plan ist ja das Reitereck gewesen, das ist da vor mir. Haben wir gesehen, dass das abgelassen ist und dass da keinen richtig schönen Schnee gibt. Und jetzt haben wir gesagt, wir gehen in Richtung Verschauner Eck. Das ist so ein richtiger Modeskiberg und voll beliebt da in der Gegend. Und wir haben aber gesehen, das ist alles voll zerfahren. Und vor der Bianca, also der Hang, da sind nur ein paar einer gefahren. Und hinterbei ist noch ein Hang. Und da sind überhaupt keine Spuren drin und der Schnee passt aber echt gut. Wir haben gesagt, wir planen um, wir suchen uns heute was, wo wir richtig cool runterfahren können. Und darum ist das jetzt der Zeitpunkt, wo wir da nicht Richtung Verschauner Eck weitergehen, sondern eben unseren Gipfel anvisieren oder irgendwas, wo wir da runterfahren, das Hänge. Es ist echt schön brutal.
Steil ist geil, gell? Vielfach gesucht. Und gefunden. Vielfach gefunden. Super. Gewaltig. Gewaltig. Bergheil. Geil. Geil. So gut. Passt ja gut da. Es hat leider jetzt überall Schnee, aber Vielfach bis zur Nase ist auch schön. Often. Viel Spaß. Viel Spaß, aufpassen. Jawohl, Franz, drop den 3, 2, 1. Juhu! So geil. Skiwaschen ist angesagt. Weißt du, was Jesus und ich gemeinsam haben? Wir können übers Wasser gehen. Aber ich brauche Ski dazu. Ah.
Und jetzt beginnt der Traum für jeden Splitboarder, gell? Ja, aber... So hat es ausgehört. Und nur die Harten kommen in den Garten. Genau. Und meine Weisheit ist sowieso, das Leben ist hart für Frauen mit Bord. Ja. Wikinger-Bord. Gewaltig. Ah, so ein festes Pulvertag ist das gewesen. Wir sind da jetzt wieder am Malterberg angekommen. Am Malterberg sind wir eben angekommen, war richtig lässig. Ja, da hinten schaut die Bianca auch rein. Insgesamt haben wir da gerade einmal 1000 Höhenmeter gemacht. Passt mir gar nicht viel. Und auch heute. Ja. Nein, nicht so schief. Heute war Ruhemodus. Ruhemodus. Aber das hat gut gepasst. Wir wollten eben, wie gesagt, Reiter Eco ursprünglich gehen. Und haben ihn aber nachher umgeplant. Weil wir da einen unversporten Hang gesehen haben, der hat gut ausgeschaut. Und genauso einen Schnee, wie wir uns gewünscht haben, haben wir auch gefunden. Also die Abfahrt war genial, gell? Gewaltig geil, ja. War die Abfahrt wirklich. Und vor allem, wenn man bedenkt, da hinter uns ist eben das Fashaner Eck. Also wir waren eigentlich eh fast oben 50 Kilometer unterm Gipfel, sind wir weggefahren, die Ostflanken, da war keine einzige Spur drinnen. Und über den Normalweg, da sind ja hunderte Spuren gegangen da oben. Die haben wir sicher bei weitem nicht so gerade gehabt wie wir. Also, wenn du da ein bisschen eine Ahnung vom Gelände hast, dann kannst du da eine eigene Spur anlegen. Das macht dann schon definitiv Spaß. Kommt keiner. Da seht ihr jetzt das Fashaner Eck. Auf jeden Fall ist das da eine gute Skitourenregion, oder Bianca? Saugeil, ja. Na echt voll schön und super Abfahrten. Super Abfahrten gibt es, genau. Lustige Leute. Ja, die kennt man halt, so genau. Wie es sind. Ja, und Aussicht hast du übrigens auch bis zum Triglauf, also es ist echt genial da. Schreibt es gerne ein hier unten in die Kommentare, ob ihr da wieder mal eine Tour sehen wollt aus der Region. Wenn ja, machen wir das gern, weil da liegt gleich der schöne Pulver. Bewertet jetzt das Video, Daumen rauf, würde uns freuen und Kanal abo, wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt. In dem Sinn, bergheil, bleibt's geil. Ciao.